Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crysis 2 mit eurem Paten von Chainsaw Gaming. Wir müssen jetzt in das Hargreave West Gebäude oder irgendwie so ähnlich gelangen. Wir sind das letzte Mal in einem ziemlich krassen Boss-Alien-Kampf entkommen und haben nun mittlerweile mitbekommen, dass unser Anzug sich zu einer Biowaffe entwickelt. Und zwar verbindet er sich mit dem Stealth-Gewebe und wird somit hoffentlich zur Lösung des ganzen Problems hier mit Virus und Alien und Co. Wir haben jetzt hier zwei Begleiter, die uns ein bisschen Feuerschutz geben. Also bringt hier rumstealthen gar nichts mehr. Warum wird der dann von unseren angeschossen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Und wir müssen jetzt eben in dieses Gebäude kommen. Beziehungsweise uns zu dem Gebäude vorarbeiten. Was war denn hier gerade noch gelegen? Wir sammeln natürlich fleißig unser Nanokatalysator-Gedöns. Damit wir dann hier später unseren Anzug wieder erweitern können. Aber da brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen mehr. Wo sind denn meine Kumpanen eigentlich? Irgendwo da hinten. Keine Ahnung. Ich laufe jetzt ohne die weiter, weil die sind viel zu langsam, finde ich. Einfach nur viel zu langsam. Haben ja auch keinen Nano-Suit. So. Die kommen dann schon irgendwann hinterher. Oder werden geportet oder was weiß ich was. Schalldämpfer und das da. Okay. Wo ist hier ein BMT-Geschütz? Geschütz benutzen? Okay. Oh, der Kopf der Freiheitsstatue. Also hier sind ja erstmal keine Gegner. Ah doch, fuck. Den habe ich nicht gesehen. Müssen wir denn nach da hinten hin? Weiß es gar nicht. Das eigentliche Ziel sagt ja, wir müssen hier vor. Okay, vielleicht mal ein bisschen Munition aufnehmen. Aha! Genau nach meinem Geschmack. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Noch wer? Zack, 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 zack. Stopp doch einfach. Leider leer. Ja, die bringt ja nichts mehr. Okay. So. Dann holen wir mal unsere Nanopunkte. So. Damit die auch ruhig werden. Ich weiß gar nicht, wo die Kollegen von uns sind. Das meinte ich auch mit zu langsam. Die gurken noch irgendwo da hinten rum. Was denn hier Feines? Munition. Noch mehr Munition. Hui, was ist denn das? Aha. Gaussaufsatz. Huh?
Ich verstehe nicht so ganz, wie ich damit dann schießen soll. Okay, nein, keine Ahnung. Dafür haben wir auch wieder Munition bekommen. Einfach mal alles durchladen, ist gar nicht so verkehrt. Den nehmen wir wieder. Der war gut. Was haben wir noch? Boah, nee. Überall Munition hier, sag mal. Wollen die uns hier vollstopfen? Ja, hier gibt es überall Munition. Das ist geil. Da haben wir jetzt einen Gegner nach dem anderen weggefrühstückt, aber hier ist nichts mehr. Also gut. Dann mal Richtung Ziel. Aber wie kommen wir da hin? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Gibt es hier irgendwo einen Untergrund? Vielleicht? Oder hätten wir doch in das Gebäude denken sollen? Sorry für meine Verplantheit, mal wieder. Ich blick's irgendwie nicht. Seht ihr, sobald das Gebiet einmal ein bisschen weiter gefächert ist, kommt man komplett durcheinander, weil man eigentlich von der Linearität ausgeht in diesem Spiel. Das verwirrt dann direkt aufs Übelste. Ich soll die Sicherheitstüren aufschießen. Ja, schon klar. Aber wo ist dieses BMT-Geschütz? So, Stealth. Das haben wir schon gemacht. Was gibt's hier? Geschütz benutzen. Und da gibt's Nehmen. Das heißt, da hinten, wo wir gerade waren, muss es dieses BMT geben. Ich war dann eben zu blind, das zu sehen. Hier unten. Okay. Wo denn? DSG. C4. Oder heißt dieses komische... Moment mal, ist das das BMT? Keine Ahnung. So, wo müssen wir denn aufschießen? Keine Ahnung. Gerade bin ich echt ein bisschen planlos. Gucken wir mal die Freiheitsstatuen. Würde mich jetzt einfach nur interessieren. Ah, okay. Ha, schönes Unterwasser. Schöner Unterwassereffekt. Schönes Unterwasser. Die Türen aufspringen, oder? So war das nicht gedacht, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht das Richtige. Meine Güte, wie viel verpeilt bin ich denn jetzt gerade? Ach, oh Gott. Sag mir das doch einmal. Sie müssen sich den Weg freisprengen. Okay. Das reicht doch auch. Wir können sogar unter Wasser schneller schwimmen, ist das geil. Also spätestens hier hätte die Unterstützung aufgegeben. So viel zum Thema. Den können wir auch immer gebrauchen. Ui. Okay.
grün. Was zum Teufel macht ihr eigentlich? Hier spricht Jacob Hargreave. Ich sagte, Feuer einstellen. Sie können mich mal, alter Mann. Prophet stirbt hier. Idioten. Der Anzug. Alles Idioten. Sie zerstören unsere einzige Hoffnung. Feuer einstellen. Ach was. Kriegen mich doch nicht klein. Okay. Fuck! Ich dachte, ich kann da jetzt einfach reinrushen. Ach, dann machen wir das einfach so. Ups. Oh fuck. Sektion, was zum Teufel machen Sie da eigentlich? Hier steht Jacob Hargreave. Ich sagte, Feuer einstellen. Sie können mich mal, alter Mann. Prophet stirbt hier. Idioten. Der Anzug. Alles Idioten. Sie zerstören unsere einzige Hoffnung. Feuer einstellen. Es ist interessant, dass die genauso viel aushalten wie die Aliens. Okay, haben wir jetzt hier alle? Alles sicher. Wo denn? Alter Vater, übertreibt's halt hier unten. Okay, ich glaube, wir haben wir alle. Da waren Hör zu hören, also doch nicht. Wo soll denn das sein? Ja, nein. Hä? Jetzt gehe ich mal aus dem Staff raus, irgendwo muss der doch sein. Tja, das war's mit euch. Ich liebe die Waffe. Ja, genau, Scharfschütze. Okay. Klappe halten, ist angesagt.
komische Klopflaut immer. Keine Ahnung, was der soll. Dieser. Okay. Puh. Mache mit Bioreparaturprotokoll ein Upgrade. Okay. Was soll ich machen? Geht der Aufzug jetzt oder muss ich da noch irgendwas? Oh. Man sollte natürlich auf den Aufzugschalter drücken. Ja. Jetzt. Wird hier gar nichts mehr bewacht. Mal hier kurz schauen. Hargreave Rush, okay. Wir sind also hier in seinem unter Wasser gesetzten Gebäude. Erledigen Sie ihn, Gentlemen! Mit aller Gewalt! Ich will, dass dieser Wahnsinn ein Ende hat! Was machen Sie da, Lockhart? Da ist er wieder. Ah! Ich warte, was das Direktorium von Freund jetzt schon vor 3 Jahren länger tun sollen, alter Mann! Ich ziehe Ihre Freiraumsräume nicht länger aus! Sie zerstören unsere einzige Hoffnung, Lockhart. Sie Idiot! Glauben Sie, Sie können sich vor der Zukunft verstecken? Wir haben keine Wahl! Die Wahrheit geht jetzt nicht auf die Jagd, Hargreave! Das Direktorium ist auf meiner Seite! Es will Ihren Blödsinn nicht mehr hören! Ich habe hier das Kommando! Die Aufzüge und Sicherheitstore sind alle offline. Sie müssen das System vom Hauptgrund aus neu starten. Okay. Das war jetzt die einzige Gegenwehr. Ja. Oh oh. Ja, ich würde mich beeilen. Guck nicht nach oben, sondern tipp weiter. Oh fuck. Shit. Was geht jetzt ab? Nein. Wie bin ich denn? Okay. What the fuck war das? Ja, ja, passt schon. Was für ein verdammter. Bin auf dem Weg. Eine Palastrevolution gehört jetzt. Okay, da oben geht's ja gut ab. Aber wir können da jetzt leider nicht hoch, sondern einfach hier nur schnell durchrushen. Okay. Oh, und jetzt begegnet uns die ganze Geschichte, wie es aussieht. Irgendwie kommt mir dieser Hinterhof bekannt vor, aber egal. So, ich bin bei euch. Weiter geht's. What the fuck? Ich hab nichts, was... Oh, fuck. Was dem entgegenkommen könnte. Okay, doch. Fuck. Okay.
Wir haben hier keine Munition. Die stehen hier einfach nur blöd rum. Das war eine super Hilfe. Hm? Oh, was ist denn hier? C4. Munition. Okay, dann gucken wir doch mal wieder vor. Haben sie mittlerweile dem was entgegensetzen können? Nein! Das ist niemals eine Hilfe, die von denen ausgeht. Das muss alles immer ich allein machen. Das gibt's doch nicht. So, stirb. What the fuck? Geht doch. So. Meine Güte. Alles muss man selber machen. Gibt es irgendwie massig Energie? 2000. Na? Warum kann ich da jetzt nicht drauf zugreifen? Ja, ist egal. Bla 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 bla. Dann mach. Okay. What the fuck geht hier auf? Ja, wo muss ich hin? Sag mir Bescheid. Ah, geil. Steht da nicht mit den Schwänzen in der Hand, Leute. Oh mein Gott. Ach, schön. Da bin ich. Und dem müssen wir jetzt helfen. Jetzt sehen wir irgendwie so eine Zwischenmission einfach. Ich will einen kontrollierten Rückzug zum Bahnhof und unterwegs sammeln. Unser Ziel ist die Evakuierung. Hört sich ein bisschen an wie Bruce Willis Synchronstimme. Und wir halten den Bahnhof so lange, bis das erledigt ist. Sie haben höchstens eine Stunde, um hierher zurückzukommen. Danach müssen Sie zu Fuß nach Hause. Tempo ist jetzt entscheidend, meine Herren. Wir verlassen die Stadt. Okay, hört sich doch gut an. Damit sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.